forward. Thank you. Mim, Doamna Harms, 3 Minuten. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kommissar Caete, Sie haben behauptet, die Europäische Kommission würde ernsthaft und ehrgeizig an der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens arbeiten. Ich muss Ihnen sagen, ich kann das nicht erkennen. Sie haben erst in der letzten Woche erklärt, dass Sie nicht wie beabsichtigt das Klimagesamtziel der Europäischen Union an das Pariser Abkommen anpassen. Also 3 Jahre nach Paris, die EU-Kommission hat es nicht geschafft, ihre eigenen Klimaziele anzupassen und fährt ohne angepasstes Ziel nach Katowice. Es ist also überhaupt nicht erstaunlich, dass Sie auch in diesem wichtigen Bereich der Gesetzgebung, den wir heute diskutieren, nicht ehrgeizig umsetzen. Ihre eigenen Gutachter haben Ihnen gesagt, dass ein CO2-Reduktionsziel für die Automobilindustrie bis 2030 mindestens 60% sein muss. Sie haben vorgelegt 30% bis 2030. Soweit haben die Empfehlungen der Wissenschaft und die Vorschläge der Kommission in der Zeit, in der ich hier Klimapolitik mitberate, nie auseinandergeklafft. Ich muss mich auch bedanken bei der Berichterstatterin Frau Dalli, die mit dem Kompromiss, den wir im Umweltausschuss gefunden haben, wirklich was Gutes erreicht hat. Aber dieser Kompromiss muss jetzt mindestens verteidigt werden, damit wir uns sehen lassen können, wenn wir aus diesem Haus heraus in der internationalen Debatte was Gutes vertreten wollen. Die Autoindustrie steht zusammen mit einigen Regierungen auf der Bremse. Das ist nicht überraschend, das hat System, das haben wir oft erlebt. Aber die Gewerkschaften, Herr Kollege Giesecke, die diskutieren schon etwas anders. Von den Gewerkschaften haben wir gehört, dass sie genau wissen, wenn wir uns nicht ehrgeizig und konsequent auf Innovationen, Klimaschutz und umweltfreundliche Autos einlassen, dass dann unsere Industrie abgehängt sein wird auf den internationalen Märkten. Das Arbeitsplatzargument hat die ganze Zeit eine ganz große Rolle gespielt. Und ich will Ihnen sagen, ich habe selten in einer Debatte einen so manipulativen Umgang mit Zahlen wie diesen Arbeitsplatzverlustzahlen erlebt, wie in den letzten Wochen. Es ist unverschämt, mit Zahlen zu operieren über Arbeitsplatzverluste, die eintreten, wenn wir Reduktionsziele wie 80% bis 2030 diskutieren würden. Nie hat jemand in dieser Dimension diskutiert und trotzdem argumentiert der Kollege Giesecke in dieser Art und Weise. Arbeitsplatzverluste, die in absehbarer Zeit die Industrie in der Europäischen Union betreffen werden, die werden entstehen durch Digitalisierung und Produktivitätssteigerung, so wie immer. Und da gibt es überhaupt keine Einmischung von Ihnen, Herr Giesecke. Panikmache wegen Klimaschutz, das ist das, was Sie machen. Und das führt am Ende dazu, dass die europäischen Märkte von chinesischen Herstellern übernommen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mrs. Harms, would you accept a blue card from our colleague Lise? Mit Vergnügen. Ja, okay. Vielen Dank, Herr Präsident. Verehrte Kollegin Harms, Sie haben den Kommissar kritisiert, weil er nicht schon jetzt vorgeschlagen hat, das Ziel von 40% zu erhöhen. Ich war bei der Klimakonferenz in Bonn im letzten Jahr und habe systematisch alle Partner, mit denen wir gesprochen haben, gefragt, gibt es überhaupt eine Debatte in den anderen Ländern? USA wollen wir mal ganz weglassen, aber auch Japan, Russland, Südamerika, Brasilien. Es gibt nirgendwo eine Debatte. Und glauben Sie nicht auch, dass bevor wir hier den Kommissar kritisieren, der da immerhin schon mal einen Weg beschrieben hat, dass wir uns mehr bemühen sollten, andere